Das sieht nicht einmal so schlecht aus. Was ich gerne bei 18-jährigen Spiele mache, um sie zu verkaufen. Du hast die Möglichkeit, erstens, du machst 18er Bundle und verkaufst es. Zweitens, du machst Konsolen-Bundle, also du nimmst noch eine PlayStation 2 mit dazu. Drittens, du gehst auf den Flohmarkt und verkaufst sie. Achtung, du darfst sie nicht offen auslegen, wenn da mal jemand kommen sollte vom Ordnungsamt und Co. und die das dann sehen, kannst du einen auf den Sack bekommen, weil wir in Deutschland leben. Und viertens ist, dass du die ganzen 18er Games mal mitnimmst, wenn du eh am Wochenende auf den Flohmarkt gehst, nimmst du sie mit, knallst deinen Rucksack voll, gehst zu einem Händler und fragst nach, wie viel er dir da geben würde für. Das sind so vier kleine Tipps und Tricks, wie man 18er Games gegebenenfalls auch noch profitabel verkaufen kann, wie jetzt nur der Einzelverkauf.